Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal, auf unserem Kanal, egal. Zu Fast Lab oder zu beiden Fahrten oder zu zwei Runden. Ja, es sind zwei Runden. Hier einmal die Streckenerklärung und dann folgt die schnelle Runde. Hier geht's in Turn 1. Ein Knick. Die OMV-Kurve, ein österreichischer Konzern. Und ja, hier werden wahrscheinlich die Track Limits ein bisschen bemängelt worden. Rauf den Berg, hier gibt es ja dieses Wochenende eine dritte DRS-Zone. Zu Turn 3 die Remus-Kurve. Dieser kleine Knick war Turn 2 und jetzt haben wir halt Turn 3. Hier kann man trotz Traktionskontrolle ein das Heck sehr leicht verlieren, wenn man zu früh aufs Gas geht. Zu spät bremst erstens mal und zu früh aufs Gas geht. So, jetzt kommt eine etwas kürzere, aber trotzdem noch sehr lange Gerade. Zu Turn 4 die Rauchkurve. Die ist eigentlich ziemlich einfach, aber wenn man so wie ich hier zu früh aufs Gas geht oder noch früher wie Leclerc gestern, kann man schnell im Kiesbett landen. Jetzt kommen wir zu Turn 6, die schwerste Kurve, die Pirelli-Kurve. Wenn man hier wieder zu früh aufs Gas geht, kann man, ich wiederhole mich, wieder im Kiesbett landen. Aber hier alles gut gegangen. Turn 7, ja eigentlich eine Kombination mit Kurve 8, mit der First Alpine Kurve. Hier habe ich ein bisschen langsamer machen müssen, weil einer vor mir war und jetzt kommt ja gleich eine verschnellte Version meiner schnellsten Runde. Jetzt geht es in meine Lieblingskurve, ein schneller Knick, die Rindkurve und zu guter Letzt die Red Bull Mobile Kurve. Hier gestern im Qualifying viele zu weit rausgekommen, aber hat ihnen ja eigentlich nur Zeit gekostet, so wie Hamilton und auch ja, Vettel. Hier links in der ersten Kurve war gestern ein kleiner Zwischenfall zwischen Palmer und Vettel. Er war auf so einer schnellen Runde, ist dann rausgekommen und wie er reingekommen ist, hat ihn Vettel anscheinend irgendwie blockiert. Deswegen gibt es für Vettel heute eine 3 Strafeplätze. Eine 3 Plätze Strafe. So. Und ja, der startet heute von 6. Nicht so wie Bottas, der startet von der Pole, auch wie letztes Jahr. Vielleicht schafft er wieder einen Bombenstart. Hamilton von 2. Die Red Bull etwas enttäuschend von, ich glaube, 5 und 7. Und zwischen ihnen, Grosjean, endlich mal hat es für den Franzosen geklappt. Wir sind auch schon fertig mit unserer schnellen Runde. Eine 1:18. Falls euch dieses Format gefällt, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.